Bismillah, muss die Frau eigentlich ihre Füße bedecken im Gebet? Der Prophet a.s. sagt im Hadith von Salama, überliefert, als er gefragt wurde, so sagte er, sie kann etwas anziehen, was ihre Füße bedeckt. Ja? Aber viele der Gelehrten sagen, dass dieser Hadith nicht authentisch ist. So gibt es Meinungsverschiedenheit, ob die Frau ihre Füße bedecken muss oder nicht. Je nach Rechtsschule, die hanifitische Rechtsschule sagt zum Beispiel, das ist keine Pflicht. Die malikitische Rechtsschule sagt, das ist Pflicht. Und wenn sie es macht in der Zeit, also wenn noch die Gebetszeit da ist, muss sie sogar das Gebet wiederholen, während der Gebetszeit. Also es gibt auf jeden Fall Meinungsverschiedenheit, aber damit man nur mal sicher geht, das, was vielleicht auch manche Gelehrte sagen, ist einfach, wenn, dass sie versucht, ihre Füße zu bedecken, aber wenn etwas davon zu sehen ist, ja, wenn man gerade zum Sujud runtergeht oder hochgeht oder runtergeht, so wie Sheikh Islam ibn Taymiyyah gesagt hat und andere Gelehrte, so ist das inshallah kein Problem und das Gebet ist angenommen. Wallahu a'lam.